Es sind 30 Grad draußen und ich unboxe Adventskalender. Mein Gehirn wird gebraten, aber ich versuche hier Weihnachtsstimmung aufrechtzuerhalten. Ich bin so eine schlechte Unboxerin. Es tut mir so leid. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes, ich hoffe wie immer, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so ist, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute, meine lieben Freunde, ich bin so aufgeregt. Ihr wisst, Essence hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen, meine absolut liebste Drogeriemarke. Und wir unboxen heute zusammen diesen zuckersüßen Adventskalender. Okay, okay, okay. Seid ihr bereit? Wie süß ist das bitte? Ist einfach so schön, wie man sich das dann auch so hinstellen kann. Das ist der Ho Ho Home for Xmas Adventskalender. Wir werden heute alle 24 Türchen öffnen, also Spoiler-Alarm. Ich habe den Adventskalender von Cosmetic for Less zur Verfügung gestellt bekommen und habe am Montag schon den Catrice Adventskalender mit euch zusammen unboxed. Und ihr könnt genau wie am Montag einen von diesen wundervollen Kalendern hier gewinnen. Den Link dazu setze ich euch auch wieder in die Infobox. Ihr könnt nämlich beim Instagram-Post von Cosmetic for Less zu diesem Kalender einen von diesen Kalendern gewinnen. Und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die Cosmetic for Less mir dann gegeben hat damit, denn die Gewinnspielrichtlinien hier auf YouTube sind immer so ein bisschen schwierig leider. Den Kalender werde ich euch ebenfalls unten verlinken und wir starten mit dem Unboxing. Und ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt immer so gut so halten kann. Türchen Nummer 1. Oh, es steht auch immer wieder hier in den Kästchen was drinne. It's Mad O'Clock. Das ist so süß. Das ist das Mini Mad Fixing Powder. Dieses All About Mad, schätze ich mal. Und das Packaging, da sind Zuckerstangen drauf. Und da ist ein Lebkuchen drauf. Und Sterne. Also einfach super süß. Okay, erstes Türchen und ich kann schon nicht mehr vom Design. Ich bin so gespannt, wie die anderen Produkte aussehen. Ich hatte noch nie einen Adventskalender von Essence. Wir unboxen übrigens auch noch den zweiten Adventskalender, den es von Essence gibt, den DIY Adventskalender. Haltet auf jeden Fall demnächst die Augen offen. Und wir machen weiter mit Türchen Nummer 2. Das ist... Oh, ich schlage mich hier selbst mit dem Kalender. Das ist hier. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt immer mit einer Schere ganz vorsichtig auf. Ich will mir den hinstellen im Dezember. Der ist so süß. Was ist das? Es sieht aus wie ein kleines Geschenk. Super Soft Matte Mini Lipsticks. Auf dem einen sind Geschenke und Weihnachtskugeln für den Weihnachtsbaum drauf. Und auf dem anderen sind so eine Sternlichterkette drauf, zwei Stück. Ein pinker, bäriger Ton, das andere so ein bisschen kühleres Nude in dieser Jumbo Pencil Form, jeweils mit 1,8 Gramm. Das ist so süß. Puder und Lippenstifte sind übrigens vegan. Nummer 3 ist leer. Oh nein, das ist bestimmt irgendwo hier runtergerutscht. Beim Transport durch die Post, glaube ich. Wir werden Nummer 3 bestimmt wiederfinden. Okay, weiter geht's mit Nummer 4. Ist direkt daneben ein großes Türchen. Oh, süß. Das sind Nail-Sticker und die Verpackung ist wieder so süß. Da ist so ein kleiner Lebkuchenmann an der Seite drauf. Und es sind super weihnachtliche Designs natürlich. Ich finde sowas immer perfekt für meine Instagram-Looks, wenn ich diese Close-Up-Bilder mache von Augen-Make-up. Finde ich super süß. Es sind insgesamt 51 Stück drin in unterschiedlichen Designs. Mega niedlich. Nummer 5 ist hier oben und auch riesig. Was ist das? Oh, das ist auch süß. Das ist dann nichts für einen selbst in dem Sinne, sondern für andere. Es sind nämlich hier in Lebkuchenform Geschenkeanhänger. Hier sind auch so extra Löcher, wo man ein Band durchziehen kann und hinten kann man draufschreiben, für wen das ist. In unterschiedlichen Varianten. Finde ich so süß auch. Die werde ich auf jeden Fall für meine Geschenke benutzen. Nummer 6. Und das muss bei mir ja immer was Besonderes sein, weil ich es ja liebe, wenn bei Nikolaus was Besonderes drin ist. Oh, ich kann nicht mehr. Pinsel. Das ist der klassische Eyeshadow Brush von Essence. Ich habe davon 100 oder so. Der hat einfach so ein Candy-Cane-Design. So süß! Bevor wieder Leute mich fragen, ob meine Euphorie echt ist und nicht gespielt. Ja, das ist echt.
weil ich mich einfach freue. Es ist so süß. Wie kann man sich denn da nicht so sehr freuen drüber? Nummer 7 ist hier unten im Tannenbaum. Ich glaube, ich habe Nummer 3 gefunden. Nummer 3 hat bei der Nummer 7 gechillt. Es ist eine Pinzette. Ich finde, beim Augenbrauenzupfen ist das nicht schlimm, dass es eine kleine Pinzette ist. Und Leute, da sind Pinguine drauf mit Herzen. Und der eine Pinguin trägt eine Wintermütze. Also, bis jetzt mein Lieblingskalender, was die Designs angeht. Und ich bin schon wieder so blöd und habe vergessen, vor lauter Aufregung, dass jedes Türchen einen Text drin hat. Wow, professionelles Unboxing hier. Nicht. In der 2 steht drin, Collect Moments and Lipsticks. Yes. In der 3, Shape it till you make it. In der 4, Today is a good day to write your own fairy nail. Süß. In der 5, Find your little heart baker. Und in der 6, Be my candy cane crush. Sehr passend. In der 7 steht, I came, I saw, I lined. Es ist ein Kajalstift in der Farbe 01 Black, also einfach ein schwarzer Standardkajal, aber im exklusiven Adventskalender-Design mit super süßen kleinen Geschenken drauf. Nummer 8 ist hier unten. Wow, was ist das? Eine Handcreme, wieder in so einem wundervollen Design. Es steht im Kästchen, Never Stop Creaming. Es ist eine Handcreme mit einem super süßen Schwan drauf, so wie Schwansee, erinnert mich das irgendwie, mit so einer Krone auf. Es sind 25 Milliliter enthalten. Türchen Nummer 9 und erst vorlesen, was dran steht. Es steht dran, I have enough nail polish, said no one ever. Es ist ein Mini Metallic Nail Polish in so einem Kupfer-Silber. Eine ganz interessante Farbe auf jeden Fall. Und es ist da auch wieder dieser super süße Schwan drauf. Es sind 5 Milliliter enthalten. Gefällt mir mega, mega gut. Auch nicht so ein klassisches Rot. Finde ich immer besonders. Nummer 10 ist hier. Dream as big as your lashes are. Es ist die I Love Extreme Volume Mascara in einem Weihnachtsdesign mit Sternchen drauf, schwarz und goldenen Sternchen. Ich finde die Mascara richtig toll. Ich mag die in braun und die pinke noch ein bisschen lieber. Mascara und ein Puder ist schon mal drin, Lippenstift. Da kann man ja schon mit dem Kajal zusammen fast einen ganzen Look haben. Einen minimalen Look natürlich, aber finde ich schon mal gut. Oh, Nummer 11 sieht groß aus. Twinkle, twinkle, little star, make a wish wherever you are. Es ist ein kleines Armband drin. Finde ich auch sehr süß. Ich finde aber, dass das so ein bisschen mehr auf eine jüngere Zielgruppe auf jeden Fall auch ausgerichtet ist. Essence ist ja auch eher eine jüngere Zielgruppe, aber ich finde auch, sehr viele Produkte von denen sind halt genauso gut wie irgendwelche anderen hochpreisigen Marken. Band, Armband, ja. Finde ich sehr süß. Ich werde das auch tragen, aber ich denke, das ist so eins, wo man merkt, dass es eher für Jüngere gedacht ist. Nummer 12. Oh, so süß. Das ist ein Color Changing Lip Balm. Aber seit diesem Jahr tatsächlich ein bisschen Fan geworden. Durch die ganze Maskenthematik liebe ich Color Changing Lip Balms. Und auf diesem hier ist ein kleiner Lebkuchenmann drauf. Ich kann nicht mehr. Das ist mit Vitamin E. Der ist auch in so einem Gingerbread, in einer Gingerbread-Farbe. Oh, wow. Das riecht so gut. Hammer. Perfekt auch für den Winter und mega süß. Ich weiß, ich habe tausendmal süß gesagt, aber es ist nun mal super süß. Leute, ich bin so aufgeregt, dass ich immer beim nächsten Auspacken vergesse, was ich gerade ausgepackt habe. Wisst ihr, was mir jetzt gerade auffällt? Die Nummer 13 ist einfach hier. Das ist in diesem Aufklappding. Ah, das kann ich halt auch mega gut gebrauchen. Aber ich glaube, das ist eher ein bisschen spezieller. Und zwar sind da diese Face Jewels drin. Finde ich richtig schön halt. Auch für meine Zwecke für Instagram. Vielleicht auch sowas für Silvester. Stern und ja, süß. Mann, hör auf, süß zu sagen. Sonst sind alle genervt. Nummer 14. Tatsächlich kann ich das sehr gut gebrauchen. Es ist ein Anspitzer für Make-up-Stifte. Und ich finde, es macht nämlich einen Unterschied, ob ihr einen habt, der extra für Make-up-Stifte ist oder einen habt, der für normale Stifte ist. Weil manchmal unterscheidet sich das für so ein paar Millimeter und dann zerstört ihr eure Make-up-Stifte mit einem normalen Spitzer in zwei verschiedenen Größen. Ihr könnt also normale und Jumbo-Pencils damit anspitzen. Finde ich sehr cool. Ist schwarz, glitzernd und hat Schneeflocken drauf. Auch sehr, sehr passend fürs ganze Thema. Nummer 15. Ein Mini High Gloss Topcoat. Perfekt. Ich liebe Topcoats. Ich benutze immer Topcoats.
Und der sieht super süß aus. Und ich benutze tatsächlich immer die Topcoats von Essence. Und da sind so Kristalle an Bändern drauf. Auch richtig schön. Also, was das Design angeht, ich glaube, niemand kann Essence da so schnell was vormachen, weil das hier einfach unendlich niedlich ist und total ein festes Konzept hat. Ich liebe das ja, wenn wirklich da gedankenvoll der Kalender zusammengestellt wird. Nummer 16 ist hier unten. Das kommt mir tatsächlich auch sehr gelegen, denn es ist der Eyebrow Styler mit diesen kleinen Pinselchen und den zwei verschiedenen Farben. Hier ist auf jeden Fall der Pinsel drinne, eine Vorlage für das perfekte Ausfüllen eurer Augenbrauen und zwei verschiedene Farben, die sehr, sehr kühl sind, also wahrscheinlich auch dadurch sehr vielen Leuten passt. Und es ist wieder das super süße Pinguin-Design drauf, was ich auch mega finde. Und ich wollte sowieso gerne mich nochmal wieder nach einem Puder umschauen. Jetzt habe ich eins für die Augenbrauen. Das ist eigentlich nicht mein Favorit, aber ich würde es gerne mal wieder ausprobieren. Das ist Jahre her, deswegen ich freue mich darüber. Nummer 17 ist für mich ja immer was Besonderes, weil es meine Glückszahl ist. Es sind zwei Haargummis drin. Und das sind die, die man halt auch so ums Handgelenk tragen kann und die dann trotzdem hübsch aussehen. Es sind zwei Stück, einmal weiß mit silbernem Glitzer und einmal schwarz mit goldenen Punkten, was mir persönlich besser gefällt. Finde ich richtig niedlich, total hübsch und ja, farblich auch perfekt für diese ganze Thematik. Nummer 18. Okay, das ist echt krass. Es ist ein Glitter Lip Topper und das sieht so, so cool aus. Da sind so ganz viele holographische Glitterpartikel drin. Ihr habt so einen Spachtelapplikator sozusagen. Oh, das kann man bestimmt auch richtig cool so im Gesicht auftragen. Wow, okay, gut, das ist wirklich extravagant. Finde ich aber persönlich mega. Also ich kann damit was anfangen. Nummer 19 ist riesig. Ach, wie cool. Ah, ich wollte mir eh noch ein neues holen. Und zwar ein Make-up-Remover-Towel. Also so eins von diesen Mikrofaser-Handtüchern, womit ihr euer Make-up mit Wasser und so richtig gut abnehmen könnt. Oder mit Make-up-Entferner, damit man keine nicht wiederverwendbaren Wattepads mehr benutzen muss. Und das Ganze in so einem Candy-Cane-Design. Oh, das ist so süß. Ich freue mich mega. So, so süß. Ah ja, ich darf das ja nicht mehr sagen, sonst sagt mir wieder jeder, ich bin fake. Aber sorry, es ist einfach süß. Also das ist bis jetzt mein Highlight, glaube ich. Also es sind richtig coole Produkte dabei, aber das ist echt mein Highlight. Okay, Nummer 20, wir beruhigen uns kurz. Okay, das Video endet an dieser Stelle. Ich finde Tüchen Nummer 20 nicht. Hab's gefunden. Und da haben wir ihn, den roten Nagellack. Und es ist ein super süßes, kleines Baby-Rentier drauf mit einem Schal. Ach, richtig schön. Ist auf jeden Fall super passend. Und ich meine, ihr habt ja auch noch den Klarlack für drüber. Und ja, ergänzt sich super. Passt zum Thema. Classic One. Nummer 21 ist dieser ganze Bereich hier. Oh nein. Oh nein. Mir fällt gerade wieder auf, dass ich vergessen habe, die Türchen vorzulesen. Ich bin so eine schlechte Unboxerin. Es tut mir so leid. Oh, lese ich die jetzt alle noch rückwirkend vor? Okay, ab 19, okay? Wake up, make up, be happy, remove, repeat. Das war übrigens für das hier. In der 20 stand drin, when in doubt, choose red. Für den roten Nagellack. Und in der 21 jetzt, take a sweet escape to your dreams. One wish a day notebook. Da habt ihr so ein Heft, wo ihr verschiedene Dinge reinschreiben könnt. Also einfach eure Gedanken. Und hier ist dann zum Teil auch sowas drin. Life is made of stardust and other magical things. It's written in the stars and here, zum Beispiel eure Wünsche. Das ist mega süß. Ich habe tatsächlich auch so ein Mindful Journal, wo ich jeden Abend reinschreibe, wofür ich dankbar bin. Sehr, sehr süß. Gefällt mir richtig gut. Nummer 22. There she glows, looking like a star. Ein Mini-Highlighter-Stick, kommt in schwarz. Ist vegan. Oh Leute, ich habe es auch vergessen vorzulesen. Es sind 30 Grad draußen und ich unboxe Adventskalender. Mein Gehirn wird gebraten, aber ich versuche hier Weihnachtsstimmung aufrechtzuerhalten. Da vergisst man Dinge. Es tut mir so leid. Der Nagellack ist vegan. Der Glitzer ist vegan. Das ist vegan. Der Überlack ist vegan. Und das Eyebrow Set ist auch vegan.
Meine Güte. Auf jeden Fall. Ach, alle lachen doch bestimmt jetzt schon über mich. Ich bin so verwirrt. Oh Gott. Alles auseinandernehmen tut sie hier auch noch. Es ist auf jeden Fall so ein Creme-Highlighter-Stick. Ich bin tatsächlich nicht der größte Fan von den Stick-Highlightern. Aber dadurch, dass der so klein ist, kann man den super gut im Innenwinkel benutzen zum Beispiel. Dafür werde ich ihn gerne benutzen. Ist ein Champagnerton und hat wieder eine super süße Verpackung. Nummer 23 ist die andere Seite des aufklappbaren Teils. Oh, das ist auch richtig süß. Das sind so Body-Tattoos, die ihr natürlich auch in eurem Gesicht benutzen könnt, falls ihr Make-up-Looks macht, irgendwie so um eure Augen oder einfach an eurem Körper. Vielleicht auch zu Weihnachten zum Beispiel steht hier Ho, ho, ho oder ein Tannenbaum, eine Schneeflocke, all diese Sachen finde ich total schön. In der 23 steht übrigens auch kein Text. Haben die den vergessen? Aber gut, da muss ich nichts vorlesen, was ich dann vergesse. Letztes Türchen. Hey Beauty, we wish you a wonderful Xmas from the bottom of our hearts. Süß. Okay, ich liebe die Essence Pinsel. Ich habe so viele, wie gesagt. Und der ist so schön. Das ist ein Mini-Highlighter-Brush, wie zum Beispiel auch mein Blush-Pinsel, den ich heute benutzt habe. Das ist so ein kleiner, rundgebundenerer Pinsel, perfekt fürs Highlighter-Auftragen oder auch für Blush. Finde ich so kleine immer auch ganz gut, mit goldenen Sternen im Pinselstil. Wunderschön. Ich finde diesen Kalender absolut wundervoll. Jedes einzelne Produkt hat mich begeistert. Da es sehr schwer sein würde, den Wert dieses Kalenders zu ermitteln, werde ich euch jetzt nichts einblenden. Aber ich finde, er lohnt sich vom Inhalt total. Alleine die Designs sind wunderschön. Schreibt mir gerne eure Meinung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.